Hallo, ich bin Fred und der Liebeskummer macht mich wahnsinnig. Fred, hallo. Ja. Herzlich willkommen. Erstmal, Fred Mösch, Sie haben ja Glück, die meisten Menschen macht Liebeskummer ja dick. Haben Sie welchen? Gut, kommen wir mal zu dem, warum Sie hier sind. Wegen Nike, Ihrer Ex-Freundin. Freundin? Ach so, Moment, ich denke, die hat Sie verlassen. Hat sie auch. Aber nicht richtig. Ja. Ich mach Schluss, hat sie jedenfalls nicht gesagt, zumindest nicht zu mir. Hat sich eine Auszeit genommen. Ja, vor 4 Wochen. Ja, und seitdem nichts mehr von ihr gehört. Ist es was, Fred? Die amüsiert sich bestimmt irgendwo. Auf Partys, Küsschen hier, Bussi, hallo. Aber nee, keine Angst, moderne Frauen, die haben wahrscheinlich immer ein Kondom dabei. Sie meinen? Ja, ja, diese Dinge aus Gummi. Die. Nee, nee, die muss nur mal darüber nachdenken, was alles passiert ist und sich sammeln. Ja, was ist denn alles passiert? Ja, also alles hat damit angefangen, dass sie mir vorgeschlagen hat, ich soll mehr Hollywood-Filme in mein Programm nehmen. Richtig, Sie haben ja eine kleine Videothek in Hamburg. Freds Traumathek. Ja. Wir haben nur anspruchsvolle Kunstfilme für Filmfreaks. Ja, ja. Wir haben als einzige Videothek in ganz Deutschland den Director's Cut von Godzilla auf der Jagd nach dem Weißen Hai. Kennen Sie sich damit aus? Ja, ich bin Talkmaster. Bitte. Wie ging es denn mit Nike weiter? Also, die Nike meint, es wäre eine gute Idee, ein bisschen weniger Kunst und mehr Kommerz in den Laden zu nehmen, damit er besser läuft. Aber das wollten Sie nicht. Dann würden mir doch alle Stammkunden flöten gehen. Mhm. Alle 3. Fred, dass Sie sich nicht verbiegen und Ihren Stammkunden weiter Angelfilme bieten, anstatt Ihre Firma zu retten, das ist beeindruckend blödsinnig. Ja, nee, nee, das fand Nike ja auch. Mhm. Und sie hat ja recht. Sie hat übrigens immer recht. Das kann nerven, wa? Horror. Sie ist immer perfekt. Immer zuverlässig, immer konsequent, hält immer ihre 56 Kilo. Ja, ja, ja. Wirft sie Ihnen denn vor, dass Sie nicht genauso sind, zielstrebig und konsequent? Nö, das mache ich schon selbst. Ja. Fred, wenn Sie eine Frau wollen, die Sie immer bevormundet, warum ziehen Sie nicht zu Ihrer Mutter? Clown gefrühstückt, was? Also wegen der Nike. Ich komme da halt manchmal nicht mit. Ja. Die macht immer alles richtig, bezahlt ihre Strafzettel pünktlich und sieht noch bombig aus dabei. Ja, ja. Aber jetzt ist sie halt weg. Ja, wieso hat sie überhaupt so lange gewartet? Ich habe auch nie verstanden, wie ich an so eine Traumfrau komme. Meine Mutter hat immer gesagt, das ist eine goldene Regel. Die dümmsten Trottel, die haben immer die tollsten Frauen. Vielleicht wollte sie ihnen Hoffnung machen. So habe ich das so gar nicht. Wie ging der Streit weiter mit Nike? Ach, ein Wort gab das andere. Hm. Und dann hat Nike mir vorgeworfen, ich würde Streit suchen. Hm. Dass ich sie zu dick fände, aber mich nicht trauen würde, ihr das zu sagen. Hm. Und? Stimmt, würde ich mich nicht trauen. Meine, und? Ist sie zu dick? Ach, Quatsch. Und nach 2 Jahren Beziehung, da zählen ja wohl auch andere Sachen. Ja. Außerdem, wenn sie zu dick wäre, wäre ich ja nicht mehr mit ihr zusammen. Ja, sind sie ja auch nicht mehr. Noch hat sie nicht offiziell Schluss gemacht. Gut, nach dem Streit, wie ging's denn da weiter? Mit Eva. Mhm. Mann, das tut mir alles so leid. Fred, wenn Sie jetzt lieber allein sein möchten, das geht nicht. Wer ist Eva? Saublöd war das. Also Eva, das ist eine Ex-Arbeitskollegin von mir. Ja. Absolute Chaosfrau. Aber ich dachte, die kann mir sagen, was in der Frau so vorgeht. Ja. Und was ich machen soll. Und, was hat Eva vorgeschlagen? Übergeschlagen. Ihre Beine. Eins über das andere. Und soll ich Ihnen sagen, was sie drunter gehabt hat? Ja, wenn's sein muss. Nix. Basic Instinct. Nee, wie Sharon Stone. Besser, langsamer. Und was ist dann passiert? Naja, so wilder, hemmungsloser Sex halt. Gratuliere. Danke. Die Nika hat's auch mitgekriegt. Und dann ist sie halt weg. Und dass Frauen auch nichts für sich behalten können, ja? Die gönnen einem aber auch gar nichts irgendwie. Wie hat sie das denn herausgefunden? Eva hat mit den Anrufbeantworter vollgeblabbert. Ja. Und Nike hat den dann abgehört. Ne, Teufelszeug, dieser Anrufbeantworter. Ja, was soll man dazu sagen? Band ab. Huhu, Fred, hier ist Eva. Fred, du warst toll. Das war das leidenschaftlichste, hingebungsvollste, geilste, was ich je erlebt habe. Oh, mir kribbelt's noch immer. Scheiße, kann man das wieder löschen? Ja, ja, ich war toll. Ja. Und die Kassette lag dann neben dem hier. Ja. Ja, auf dem Kopfkissen, als ich heimkam. Ja. Das war auch toll. Ja, ja. Dann machen wir mal. Fred, ich wünsche dir eine kribbelige Zeit. Such mich nicht, such dich selbst, Nike.
Fred, eine Frage, die mich jetzt ganz besonders interessiert. Wo Nike steckt? Nee, warum bleiben Sie nicht bei Eva? Aber gut, wo steckt Nike? Bei einer Freundin, Thalia, furchtbare Frau, wohnt in Münster. Uns haben Sie ja erzählt, Nike weigert sich, mit Ihnen zu sprechen. Ja, und jetzt darf ich Thalia erzählen, wie sehr ich Nike vermisse und wie ich mir die Zukunft mit ihr vorstelle und wie man einen Videorekorder programmiert. Ja? Und dann erklärt Thalia mir, wie sehr mich Nike nicht vermisst, wie sich die Zukunft ohne mich vorstellt und dass ich zu blöd bin, Thalia zu erklären, wie so ein Videorekorder funktioniert. Ja, ja, verstehe ich auch. Muss man denn jetzt Showview ganz am Anfang drücken oder erst am Ende? Ich will endlich mit Nike selber reden. Aber die Thalia-Pfanne sagt immer nur, die Nike muss ich noch sammeln. Herrgott, die sammelt sich jetzt seit 4 Wochen. Irgendwann muss sie sich doch zusammengesammelt haben. Wie haben Sie denn überhaupt rausgefunden, dass Nike bei Thalia wohnt? Von so einem Bekannten von Nike, der über uns wohnt. Tom. Hm. Ja, ich bin da eigentlich nur raufgegangen, weil mir das Gejaule auf den Sack ging. Ihr Nachbar singt? Nee, er hat Geschlechtsverkehr. Wenn es da oben losgeht, dann glauben Sie Fischerköder am Weihnachtsfeier. Ja. Fred, Sie sind ja zu uns in die Sendung gekommen, um Nike um Verzeihung zu bitten, um sie zurückzugewinnen. Und wir alle hier, wir drücken Ihnen jetzt ganz, ganz fest die Daumen, denn jetzt ist ein großer Moment gekommen. Talkfreunde, hier kommt Fritz' Freundin, Eva Groß. Tag, ich bin Eva und Fred gehört von jetzt an mir. Super Witzer, Kaiser. Jetzt haben alle ihren Spaß gehabt und ich bin der Depp. Kann die Eva jetzt wieder gehen und die Nike reinkommen? Theoretisch ja. Praktisch möchte ich erst hören, was uns Eva zu erzählen hat. Eva, lass das. Tollen Rock haben sie an, Eva. Monster geil, was? Donna Karen habe ich extra für die Show an. Ja, was sonst noch? Wollen Sie wissen, was? Oh, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so besonders. Eva, Sie haben gesagt, Fred gehört Ihnen. Was meinen Sie denn damit genau? Also, Herr Kaiser, ich sag's Ihnen mal ganz offen. Mhm. Das mit dem Fred, das war sexuell gesehen der Oberhammer. Der hat mich richtig verhext. Ein richtiger kleiner Hexer, der Fred. Ja, ja, das ist ganz toll, was du da sagst, Eva. Aber ich bin vergeben, was da? Ja, hör auf, hier so pseudovulgär rumzukaspern. Herr Kaiser? Ja. Hat schon mal Ihr ganzer Körper gekribbelt? Ja, ja. Und es hat mich eins gelehrt. Ich repariere nie wieder Stehlampen. Fred ist besser als 100 Stehlampen. Herr Kaiser, hatten Sie schon mal einen Wanderorgasmus? Nein, ich laufe ja nicht gern. Also, das fängt hier unten im kleinen linken Zeh an oder was der rechte. Naja, jedenfalls krabbelt's dann so wellenartig die Beine hoch, ringelt sich dreimal um die Hüfte. Und dann pulsiert es und kribbelt und pulsiert und kribbel, pulsiert, rüttel, kribbel. Erschütternd. Eva, komm, hör auf, mich zu verarschen. Sei ein nettes Mädchen und verzieh dich. Nö. Was soll denn die Kirmes? Du hast doch auch einen Freund. Nö. Oh, hat er Schluss gemacht? Nö. Ich? Wegen Fred? Nee, weil er so Panne war. Hat sich fürchterlich aufgeregt. Bloß weil ich seinen Autoschlüssel verloren habe. Wahrscheinlich war sein Auto noch dran. Hauptsache ist doch, ich bin jetzt wieder frei für dich. Sorry, kleines Nachbeben. Komm, Eva, hau ab. Du machst dich doch zur Lachfigur. Lachen ist gesund, Sex übrigens auch. Okay, Eva, eine Frage. Kannst du deine Mandeln mit der Zunge berühren? Die Mandeln. So, einen Moment Ruhe. Gut, Fred, eine Sache würde mich interessieren. Ihnen scheint ja Nike sehr wichtig zu sein. Was macht denn für Sie eine gute Beziehung aus? Also ich finde, eine Beziehung ist gut, wenn beide viel lachen. Fred und ich, wir haben auch viel gelacht. Herr Kaiser, kennen Sie das? Ich hab was, was du nicht hast, Spiel. Nein, Fred, also, wenn Herr Kaiser, Nike das geht so. Einer denkt sich was aus, was er hat, und der andere muss raten, was. Also, ich hab was, was du nicht hast, und das ist grün. So, klar. Hier, Dings, grün, na? Frosch im Hals. Frosch in der Handtasche.
Du hast nichts Grünes. Ich brauche ein grünes Auto. Dein Auto ist blau. Echt? Also eigentlich sollte man schon was nehmen, was der andere auch finden kann. Aber so ähnlich geht das Spiel. Gut. Mensch, Eva, Sie lassen nicht locker, was? Ja, ja. Aber ich glaube, Sie haben da keine Chance. Noch nicht. Hab ein bisschen Geduld mit mir, mein kleiner Hexer. Ja, abracadabra, simsalabim. Verschwinde, dass ich endlich alleine bin. Wenn du Nico unbedingt wiedersehen willst, warum fährst du dann nicht nach Münster und sprengst dieser Thalia die Tür auf? Ja, weil Nico sich noch etwas sammeln möchte. Und weil Fred ein Mensch ist, der die Gefühle seiner Freundin respektiert. Danke. Bitte. Ja, dafür, dass Nico nicht ihre Freundin ist, war ich doch ganz nett, oder? Ja. Hm. Gut, und weil Sie bewiesen haben, wie wichtig Ihnen Nike ist, nicht wahr? Hier ist sie, sie hat eine wichtige Botschaft. Hallo Fred, ich habe dir was wahnsinnig Wichtiges zu sagen und ich... Wird das jetzt aufgezeichnet, oder? Oh, Entschuldigung. Bitte. Also, hallo... hallo Fred, ich habe dir was wahnsinnig Wichtiges... Verrückt, jedes Mal anders. Es ist faszinierend. Habe ich jetzt was unterbrochen? Darf ich jetzt was sagen? Ich tu's weg. Oh Mann. Also, hallo Fred, ich habe dir nie gesagt, was wahnsinnig Wichtiges... Nicht immer so lachen, ne? Ja. Fred, Sie sehen, Nike geht's prima. Ja, und die wichtige Botschaft, es gibt noch eine Chance oder sowas? Ja, fragen Sie jemanden, der es besser weiß als ich. Da ist er. Kannst du ihr später geben? Ein großes Lebkuchenherz für eine tolle Frau mit gutem Geschmack. Also, das muss ich ja sagen, die Nike ist ein Spitzenfeger, ein Traum von einer Frau. Bitte schön. Oh, hallo. Hi. Mein Name ist Marco Mommsen. Ich bin der Moderator von der Sendung hier. Nee, komm, mach. Oh, komm. Aber. So. Fred, jetzt ist es soweit. Gleich werden sich diese beiden Türen öffnen. Halten Sie sich bereit? Ja? Es ist ein ganz spannender Moment für Sie. Ich kann mir vorstellen, wie Ihnen da zumute ist. Oh, schon so spät. Ja, top, Freunde. Was wird aus Freds Entschuldigung? Nimmt hier wirklich niemand Rücksicht auf Freds Herz. Wir werden es erleben. Matrosenmatratze. Mauermonster. Horizontalhappelmabelhäschen. TV Kaiser. TV Kaiser, also bitte, ich lass mich gerne beleidigen, aber das geht zu weit. Ja. So, Freunde, da sind wir wieder. So, Freunde, ein Mann hat seine Freundin betrogen, sie hat ihn verlassen, aber er liebt sie immer noch. 4 Wochen lang hat sie kein Wort mit ihm gesprochen. Und nun begrüßen Sie recht herzlich meinen nächsten Gast, Nikes beste Freundin. Hier kommt Thalia Poggendorf. Hallo, ich bin Thalia und der Weg zu Nico führt nur über mich, der beste Stimme aus Gelfaden. Herzlich willkommen, Thalia. Jetzt reicht's. Ich hab Mist gebaut, irgendwann muss gut sein. Ja, ja. Fred, wenn Sie ausflippen wollen, ja, dann gehen Sie doch zu Herrn Fliege oder Boulevard Bio in. Ich gehe auch, Nike suchen. Ja. Ich komm mit, lass uns duschen gehen. Fred! Fred, weglaufen ist auch keine Lösung, dann siehst du Nike höchstens auf Fotos wieder. Ja, schön, Fred. Jetzt lassen Sie mal eine Weile die Seele baumeln, nicht wahr? Thalia, was soll das denn heißen? Der Weg zu Nike führt nur über mich, also Sie. Eine spinnende Umleitung.
Na, die Nike will sich im Moment ein bisschen erholen. Hm. Wahrscheinlich gehen die jeden Abend auf die Piste und reißen Kerle auf, während du in deine Kissen wimmerst. Hab ich sie schon vorgestellt? Talia, das ist Eva, Eva, Talia. Ach, lassen Sie mal, Herr Kaiser. Wissen Sie, wie mir in Frauenkreisen zu so jemand sagen? Gibt's den Rock auch in länger? Flatterflitschen. Das bleibt mal ganz cool, du Puddingpudel. Matrosenmatratze. Mauermonster. Horizontalhappelmabelhäschen. TV Kaiser. TV Kaiser, also bitte, ich lass mich gerne beleidigen, aber das geht zu weit. Ja, das finde ich aber auch. So eine Unverschämtheit. Eva, Sie haben schon lange nicht mehr Ihr Bein bewegt. Sie haben nicht einen Krampf oder sowas? Wo? Nein, aber ich habe was, was Sie garantiert nicht hat. Und das ist schwarz. Oh, dein Auto ist blau. Schwarz. Ihre Zähne ohne Perlweiß. Mein BH. Och, sowas hab ich auch. Auch in Rot und in Beige und in Spitze. Und in Pink. Noch jemand, der von seiner Unterwäsche berichten will? Nee, gut. Also, Herr Kaiser, ich sag Ihnen jetzt mal was. Ja. Ich hab was, das haben Sie nicht und das wird immer dicker. Nike! Hals! Ich hab einen riesig dicken Hals. Und der wird immer dicker. Ich will endlich mit Nike reden. Ja, logisch wollen Sie das. Doch, Freunde, will noch jemand mitmachen beim Ich habe was, was du nicht hast, Spiel? Ja, bitte. Ich hab was, was ihr nicht habt und das ist orange. Gratuliere. Und da steht drauf, Talia. Ja. Was möchten Sie eigentlich unbedingt von Fred wissen? Und hier steht noch was mit Handschrift, mit Eva verabreden. Vergiss es. So, Talia. Ja, mit der könnte es klappen. Eva, dass Sie sich öffnen können, das haben wir jetzt gesehen. Jetzt zeigen Sie auch mal, dass Sie sich geschlossen halten können, ja? Talia, was wollen Sie denn überhaupt von Fred wissen? Nur eigentlich weiß ich ja schon alles. Mhm. Vom Telefon. Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen. Hey, das habe ich dir für Nike erzählt und nicht für alle hier. Na, nur mal ruhig, Fred, ja? Talia hat noch gar nichts erzählt. Talia, ist es denn sehr wichtig, was Sie uns sagen wollen? Natürlich. Gut, gut, gut. Bitte. Oh, ich werde nie wieder fremdgehen. Hey, was heißt denn hier fremd? Wir kennen uns 5 Jahre. Also, da Fred hat mir zum Beispiel erzählt, dass er mit diesem Wanderpokal hier zusammen... Moment, ich hab's aufgeschrieben. Zusammen im Ätna der Leidenschaften dahin brodelte, es dann zum ekstatischen Ausbruch der Hemmungslosigkeit kam und schließlich der Lava der Wollust über die Gebüsche der Moral hinwegschwappte und der Felder der Hingabe benetzten. Fred, das haben Sie gesagt? Quatsch, ich habe gesagt, es war ein Ausrutscher. Das klingt aber nicht so romantisch. Und außerdem hat mir der Fred noch erzählt, dass er bei diesem Akt die ganze Zeit nur an den Nicke gedacht hat. Auch als du gefesselt auf meinem Bett lagst? Ja, aber behältst du Geschichten bitte für dich, das ist nicht fair. Fred, bitte, also Talkshows und fair. Ja, wo leben Sie denn? Der Fred hat absolut keinen Blick für die Realität. Talia, jetzt lassen Sie uns mal über Ihre Zeit mit Nike sprechen, nicht wahr? Hat sich Nike denn nie nach Fred zurückgesehnt? Also, erste Mal war die Nike arg durcheinander. Und da musste ich erst mal aufpassen, dass er keinen Mist baut. Oh, was wollt sie denn Schlimmes tun? Fernsehen gucken? Schlimmer. Sie wollte gleich wieder zurück morgen zum Fred. Was? Ja, aber das haben Sie dann ja verhindert. Also, ich hab gesagt, Mädchen, wenn du jetzt gleich wieder rübermachst zum Fred, dann denkt er doch, der kann immer mal so mir eine Stirn nicht in diesen Ätna oder Leidenschaften hinabtauchen und dann... Wo sind Sie eingesperrt? Im Keller? Ich hab ihr nur wiedergegeben, wie sich der Fred bitterlich über sie beklagt hat. Über ihre Perfektheit und ihre Zielstrebigkeit und ihre Frisur. Ich hab mich doch nicht beklagt. Ich hab sie gelobt, auch ihre Frisur. Männer sind doch alles Schweine. Talia, Sie kennen sich da aus. Natürlich. Ich guck in Münster auch diese ganzen Sexmagazine, wahre Liebe und so. Nun erzähl endlich von Nike weiter.
Piep, guckst. Oh, gerne. Also, was die Nike anbetrifft. Wie ich ihr gesagt habe, was dich alles an ihr stört. Und wie ich meinte, dass du mit diesem Wanderpokal sicherlich nicht nur einmal in den Ätna der Leidenschaften abgetaucht hast. Es war nur einmal. Bis jetzt. Komm, erzähl schon weiter. Was hat Nike gesagt, als du ihr diesen Blödsinn erzählt hast? Lass mich in Ruhe. Hab ich gesagt, richtig so? Sammel dich erst mal. Drück sie raus. Das geht nicht. Doch, ich will sie wieder haben. Wir können Nike auch abholen. Die ist doch in ihrer Wohnung, oder? Nee. Die Nike hat nicht bei mir gewohnt. Jedenfalls nicht 4 Wochen. Nach 4 Tagen haben wir uns gestritten und dann ist sie fort. Nur 4 Tage? Nur 4 Tage? Das ist doch komisch. 4 Tage? Ja, Fred, ist schön, dass Sie sich so freuen, aber was ist daran komisch? Nur 4 Tage? Ja. Und ich erzähle dieser Frau 4 Wochen lang alles von mir? Alles ganz intime, peinliche Sachen. Sogar, dass ich schon mal beim Tom Cruise-Film geheult habe. Ja? Und dann muss ich mir wochenlang Ihre Ratschläge anhören, auf Sächsisch. Herr Kaiser. Herr Kaiser, haben Sie eine Eselsmütze für mich? Ich Vollidiot. Du, Ossi, sieh du mal bitte an, was du angerichtet hast. Hä? Warum tust du sowas? Warum quälst du den armen Kerl so? Hä? Gute Frage, Eva, gut. Talia? Das hat doch keinen Wert mit denen. Das ist doch keine Liebe. Also, Talia, jetzt wären sie ungerecht. Sicher, Fred ist ein Mann mit Fehlern und Schwächen, ja. Er kommt mit dem Erfolg seiner Freundin nicht zurecht, ja. Vielleicht ist er auch ein Schwein, ja. Er hat auf den Gefühlen von Nike herumgetrampelt, ja. Wie Godzilla. Ja, aber ich kann keine Zeichen entdecken, dass er seine Freundin nicht liebt. Oder, Torfreunde, ne? Danke. Herr Kaiser, überlegen Sie doch mal. Eine Beziehung, die von so einem Konsumpüppchen in Gefahr gebracht werden kann, das ist doch keine Liebe. Muss ich mir das bieten lassen hier? Ja. Weiter, Talia. Eine Beziehung, das ist ein harmonisches Zusammensein von 2 Menschen. Die sexuelle Ebene spielt dabei nun wahrlich nicht der erste Geige. Lass doch lieber Leute über Sex reden, die auch welchen haben, ne? Du Luder! Jetzt reicht's! Ist gut jetzt! Marco Mamsen, Freunde. Oh. Ja. Ja, Talia, Sie erzählen uns gerade von einer harmonischen Beziehung. Und was ist denn für Sie das Wertvolle an einer Beziehung? Also eine, wo sich der Partner auf einem geistigen Level befinden und im Laufe der Jahre gemeinsam immer höhere Level der Harmonie erreichen. Bis einer den Level abgeben muss. Finden Sie das vielleicht passend hier, Ihre billigen Witzchen? Billige Witzchen? Gut, was sagst du zum Orgasmus? Ne Fatsch? Ich finde das nicht lustig. Nicht, gut, denn, ja. Also, Spaß beiseite. Talia, haben Sie denn schon mal eine wertvolle Beziehung gehabt? Das erlebe ich doch gerade. Mhm. Mit dem Fred. Am Telefon. Was? Falsch verbunden. Talia, für Sie sind also die Gespräche mit Fred am Telefon eine perfekte Beziehung? Nur für einen Anfang? Ich glaube nicht, dass er jemals einer anderen Frau so viele von sich erzählt hat. Fred, wir sind füreinander geschaffen. Fred, wir sprechen beide die gleiche Sprache. Ich muss dir was sagen. Tu es nicht. Du hast dich in mich verliebt. Ich glaube, mir wird schlecht. Und ich mich auch in dich. Jetzt weiß ich, mir wird wirklich, wirklich schlecht hier. Ja, Fred, vielleicht ist es besser, wenn Sie jetzt gehen, damit Sie gar nicht erst erfahren, wo Nike die ganze Zeit über wirklich gewohnt hat.
Bo. Das kann ich nicht sagen. Ich hab's dir versprochen. Nike? Und meiner Mutter. Ja, ein solches Vertrauen darf nicht enttäuscht werden. Talia, jetzt sagen Sie es uns. Sie ist zum Dom gezogen. Dom? Tom. Dem Tom? Der Nachbar mit den Fischerkörnern. Ein Teufelskreis. Kann ich jetzt endlich mit Nike sprechen? Ja? Ja, du tust dir ja gerade so, als ob sie dir irgendjemand vorenthalten will. Talkfreunde, hier ist Nike Pawlak. Hi, ich bin Nike und Tom von Tom. Ich dachte, das wolltest du mir umhängen. Hast du mit Tom geschlafen? Ist das alles, was du mir nach 4 Wochen zu sagen hast? Nein, war besser als ich. Ja. Nike, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend, nicht wahr? Sag mal, wo haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt? Na, da hinten am Buffet. Können Sie sich eigentlich kein Besseres leisten? Doch, wenn wichtige Leute kommen, ja, ja. Sag mal, kennen Sie eigentlich schon Sheryl Stone, nur langsamer? Ach, die Billigversion von Aldi. Ja. Aber alle stehen Schlange. Und weißt du, Nike, ich hatte was mit Fred, was du noch nie hattest. Und das kribbelt überall. Und weißt du, was du bald haben wirst, was wir alle nicht haben? Eine Unterkühlung. Lass die Finger von Fred, daran beißt du dir die Zähne aus. An Fred, das glaube ich nicht. An deinen Fingern. Ich werde sie dir abschneiden und in dein süßes Mäulchen stecken. Anschließend gehst du zu den Helfern mit dem Mützchen auf und sagst ihnen, die böse Nike hat alles gemacht. Dann geben sie dir ein Protokoll zum Unterschreiben, aber das kannst du ja dann nicht mehr. Finger weg von Fred, ja? Herr Kaiser? Ja? Sie haben ein total schönes Jackett an. Steht Ihnen gut? Ja, danke. Ich finde sie auch ganz nett. Und ich fände es wirklich nett, wenn du mir sagen würdest, ob du was mit Tom hattest. Ja, Fred. Jetzt haben Sie Nike wenigstens zum Lachen gebracht, ne? Ist ja auch schon mal was. Gut. Aber jetzt sagen Sie mal, Fred, diese Ungewissheit, das muss ja jetzt ganz fürchterlich sein für Sie, ne? Nike, wieso sind Sie eigentlich bei Talia ausgezogen? Sie hat Fred von früh bis spät schlecht gemacht. Und das konnten Sie dann irgendwann nicht mehr ertragen? Doch, sie hatte recht. Aber irgendwann konnte ich einfach nicht mehr einschlafen. Sehnsucht? Baustelle, vor der Wohnung. Das war so laut, ich habe kein Auge zugekriegt. Und außerdem bin ich nicht damit zurechtgekommen, dass Talia die ganze Zeit Klavier gespielt hat, wenn sie es wenigstens könnte. Ich lass mich nicht länger beleidigen. Ich gehe. Läppchen, Lästermäuler. Läppchen, Lästermäuler. Fred. Wollten Sie Nike eigentlich noch was sagen? Ja. Nike, bitte. Ich habe jetzt 4 Wochen lang gelitten und die schlimmste halbe Stunde meines Lebens hinter mir. Was muss ich noch tun, damit du endlich mit mir sprichst? Frag mich einfach was. Hast du? Und frag das Richtige. Kommst du zu mir zurück? Ich weiß nicht. Ich muss mich erst noch sammeln. Oh, sammeln, sammeln, sammeln. Herrgott, was muss ich in aller Welt noch tun, damit du dich endlich zusammengesammelt hast? Mich zu Ende sammeln lassen. Sag mal, Nick, was sammeln Sie da eigentlich? Punkte. Für und gegen eine Partnerschaft mit Fred. Was hast du bei Tom gesammelt? Deine Klamotten? Meinst du wirklich, Sex mit einem anderen ist das Einzige, was mich interessiert, wenn ich dabei bin, eine Entscheidung über mein Leben zu fällen? Ich habe abgewogen, was für und gegen unsere Beziehung spricht. Und das hat weder was mit Tom zu tun, noch mit der Frau, die gleich keine Finger mehr hat. Womit dann? Mit den tiefen, verborgenen Sehnsüchten einer Frau. Baden mit George Clooney. Abtrocknen mit Fred Stetzkowski. Ich habe überlegt, was ich an ihm liebe. An mir? Tja, dass du nie erwachsen wirst zum Beispiel. Dass du mich zum Lachen bringst und dass er ein wunderbarer Vater für meine Kinder wäre. Echt? Das macht 3 Punkte für mich. 8. Ich will 5 Kinder. Ja, ja. Und die Sache mit Eva? Ein Ausrutscher. Ja. Kann jedem passieren. Gut, gut, gut. Okay, dann mal zu Tom. Ist er besser als Fred? Bitte sag's mir. Ich habe ein Recht, es zu wissen. Tom!
Tom ist ein ziemlich guter Zuhörer und dein Freund, okay? Und jetzt? Was meinst du denn? Liebst du mich denn? Liebst du mich denn? Ja, ich liebe dich. Und ich würde alles dafür tun, wenn ich die Nacht mit Eva wieder rückgängig machen könnte. Auch Hollywood-Filme ins Programm aufnehmen? Nee. Ich würde dich auch nicht wiedererkennen. Hey, ich liebe dich auch. Das sind so Momente, Mutti, da weiß ich, dass ich das Richtige mache. Nike, eine Frage wollen wir noch irgendwie klären. Der Grund, warum es ursprünglich zum Streit kam, nicht wahr? Sie hatten Fred ja vorgeworfen, dass er sie zu dick fände. Das stimmt nicht. Ich finde dich nicht zu dick. Das heißt, jetzt hast du ja schon ein bisschen zugelegt. Ach ja? Wenn dir das so wichtig ist, solltest du dir überlegen, ob du... Ja. Ja. Nike, Fred. Nike, Fred. Nachdem wir hier heute so viel über Liebe und Versuchen gesprochen haben, wollen wir uns auch nicht lumpen lassen. Lumpi, Marco! Da ist er! Oh, you walk away, what? Yo, what? You're waiting for me. Oh! You walk, walk, get my way. Yo, walk, get my way. Yo, walk, walk, yo, walk, walk, yo, walk. You wanna, you play, yo. Oh, you walk, walk, walk. Shh, how you walk? Shh, walk, walk, shh, walk. She walk, go, oh. Hallo, ich bin Tom und die Nike hatte bei mir einen mega ultimativen Spezial-Überschall-Space-Orgasmus. Na, so, Freunde, was hat uns Tom noch zu sagen? Wie schmeckt Fred diese Torte und wer will noch was von Eva wissen? Wir werden es erleben. Übrigens, Tom, wie sind Sie denn da drauf gekommen, dieser mega ultimativer Spezial Space Hyper Super Ich habe ihn gesehen. Ja. Und wissen Sie was? Nee. Die Frau braucht nicht mal einen Mann dafür. Spannend. Neu TV Kaiser. Die schrägste Talksendung jetzt als Buch. Wachse, kleine Busen. Bis du ein Super Busen bist. Du Schwein. Die skurrilsten Begegnungen, die heißesten Szenen und die witzigsten Fotos in einem Band. Überall, wo es Bücher gibt. Ja, toll, Freunde, da sind wir noch mal. Toll, Freunde, so kann's gehen, nicht? Da bekommt man eine Torte und plötzlich springt da ein Mann heraus und erzählt von einem, Tom, jetzt helfen Sie mir. Mega-ultimativen Spezial-Überschall-Space-Orgasmus. Däh. Angeber. Also, ich bin zwar klein und schwach, aber für das, was du mit meiner Freundin gemacht hast, muss ich dich jetzt zum mega-ultimativen Spezial-Überschall-Space-Fly verarbeiten. Das ist quasi meine Pflicht. Fred, du machst dich ja klasse als Ritter, aber ist gut jetzt. Ich hatte nichts mit Tom. Keinen mega... Gar keinen. Aber du stehst doch neuerdings auf Spielchen mit Fesseln und so. Tja, und das war jetzt mein Spiel. Ich wollte mal sehen, wie du reagierst, wenn Tom diesen Quatsch erzählt. Nur die klitzekleine Rache einer Frau, die sie liebt. Fred, ich habe da schon ganz andere Geschichten erlebt. Naja, fürs Erste hat er genug gelitten. Danke, Tom, dass du mitgespielt hast. Kein Problem. Na gut, aber Finger weg von Nike. Sonst verschluckst du dich dran. Fred, halt die Klappe. Ja, was für eine wunderbare... Herrlich, ein herrliches Bild. Was für eine wunderbare Entwicklung dieser Sendung, Talk, Freunde. Ist doch alles nur Gelaber. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Übrigens, Tom, wie sind Sie denn da drauf gekommen, dieser mega ultimativer Spezial Space Hyper Super Ich habe ihn gesehen. Ja. Und wissen Sie was? Nee. Die Frau braucht nicht mal einen Mann dafür. Oh. Spannend. Ja, Talk, Freunde, dann bleibt noch eine Frage offen. Eva, haben Sie gleich Lust auf eine Pizza? Vergiss es.
Gut, dann gucke ich noch ein bisschen Nachtjournal. Ne? Top, Freunde, ich finde, die wenigsten Männer sind Schweine, sondern auch nur Menschen mit kleinen Schwächen. Und passen Männer und Frauen eigentlich zusammen? Oder sind wir nur zu blöd, das einzusehen? Vergessen wir es. Top, Freunde, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es kamen auch ein paar Informationen rüber. Das ist mir wichtig. Und Top, Freunde, wenn Sie irgendwann mal wieder einen mega ultimativen Überschall-Space-Spezialmoderator sehen wollen, Freitag 23.15 Uhr. Bis dann, schlafen Sie gut. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Thank you.